Wagner kritisiert Premier League-Änderungen. Huddersfield-Coach David Wagner ärgert sich über die frühe Ansetzung des ersten Premier League-Spieltags am 9. August. Für Vereine, die mehrere WM-Fahrer stellen, ist das ein Ärgernis. Dieses Problem haben im Prinzip alle Top-Clubs in der Premier League. Diese Vereine hatten alle 5 bis 10 Abstellungen bis kurz vor Schluss des Turniers, sagte Wagner im Sport1-Interview und schloss sich damit der vorangegangenen Kritik von José Mourinho an. Eine weitere Herausforderung ist das frühe Schließen des Transferfensters. Das Ende wurde 3 Wochen vorverlegt auf den 9. August. Der Markt in England wird, wie in der Vergangenheit, recht häufig erst spät ins Rollen kommen. Das fängt für mich gefühlt gerade erst an. Das wird sich dann noch mehr zuziehen, weil man 3 Wochen weniger hat, sagte der deutsche Trainer. Das hat die Konsequenz, dass die Preise für die ausländischen Spieler dadurch noch weiter ansteigen dürften. Beckenbauer rät Löw zu mehr Härte. Franz Beckenbauer empfiehlt Joachim Löw nach dem Vorrunden aus eine konsequente Linie ohne Rücksicht auf Namen. Löw muss bei der Nominierung hart sein. Dankbarkeit bringt ihn nicht weiter, riet der Weltmeister-Teamchef von 1990 dem aktuellen Bundestrainer mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Dass Löw als Coach weitermacht, sei kein Neuanfang, aber eine vernünftige Entscheidung, sagte der 72-Jährige der Bild. Oxlade-Chamberlain verpasst komplette Saison. Schlechte Nachrichten für Liverpool und Alex Oxlade-Chamberlain. Die Verletzung des Mittelfeldspielers aus dem Champions-League-Halbfinale kostet ihn die komplette kommende Saison. Auf Wunsch des 24-Jährigen wurde die Schwere seiner Verletzung erst jetzt veröffentlicht, da er das Ende der Saison nicht überschatten wollte. Wir haben es eigentlich direkt nach der Verletzung und der erfolgreichen OP gewusst. Ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, bekannt zu geben, dass Ox sich kommende Saison ausschließlich auf seine Genesung und auf die Reha fokussieren wird, sagte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Die Operation hatte ergeben, dass Oxlade-Chamberlain sich mehrere Bänder im Knie gerissen hatte.